Oya, Kichaa, ongeza sauti kidogo. Crazy White Man was a name that was given to me, so it's hard for me. Verrückter weißer Mann. Diesen Namen hat man mir gegeben. Mzungu heißt Ausländer, Weißer und Kichaa verrückt. Also nicht gerade ein netter Name. Aber ich habe ihn akzeptiert und jetzt ist er Teil meiner Identität. It's an identity for me. Lockere bunte Kleidung, Hut, lässige Attitüde. Seine zweite Heimat färbt ab. Seit er 6 ist, lebt Mzungu Kichaa alias Espen Sörensen in Tansania. Auch wenn er mit anderen Diplomatenkindern auf die internationale Schule ging, seine Liebe zur Musik verband ihn mit den Einheimischen, vor allem den Künstlern. In den 90ern wurde Mzungu Kichaa Teil der Bongo-Flavor-Szene, eine Mischung aus Hip-Hop, Dancehall, Reggae und dem traditionellen Tarab. Sein größter Hit Jitole stürmte in Tansania und Kenia die Charts. My big hit Jitole is about the rich man not caring about the poor man. Darin geht es um den reichen Mann, der sich nicht genügend um den armen Mann kümmert und dass reiche Menschen ihre Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen müssen. That's the message in that song. Als Mzungu Kichaa anfing aufzutreten, gab es noch keine öffentlichen Fotos von ihm. Das führte zu befremdlichen Situationen. Einige Weltmusikfestivals in Europa zum Beispiel luden ihn wieder aus, als sie erfuhren, dass der auf Swahili singende Gitarrist weiß ist. Well, in Tansania it's not an issue. In Tansania wiederum ist das gar kein Problem. Tansania ist generell nicht so rassistisch wie Europa. Ich komme ja aus Dänemark und finde das Land sehr rassistisch. Wir versuchen, Rassismus zu bekämpfen. Konzerte helfen dabei, auf jeden Fall. Eine sehr gesunde Sache. Prejudices and racism kind of gets broken down, which is very healthy. Yeah, very, very good. I mean, a lot of people in Tanzania. Er ist toll. Viele Menschen in Tansania mögen ihn, weil er Swahili spricht. Fließend. Natural Swahili. Erzählt der Sänger Manfred, der mit Mzungu Kichaa gerade zusammen durch Norddeutschland und Dänemark tourt. Gemeinsam mit ihrer Band wollen die beiden den Geist von Dar es Salaam nach Europa bringen. There's a closer connection to people. You know, dort wirst du auf der Straße ständig angesprochen. Das ist ein Riesenunterschied zu Dänemark und Deutschland. Das kriegen meine Musiker auch mit, wenn sie hierher kommen. Aber Musik verbindet auch hier die Leute. Alle entspannen sich. Everybody, like, we call each other Kaka. Brother means Kaka, brother. Wir nennen auch jeden Bruder, Schwester, Mama, Papa, selbst wenn wir nicht verwandt sind. Das ist einfach unsere Art. Like, it's not, doesn't have to be your relative. That's how we live, you know. Yeah. Hurra! Tuku Hamburg, yeah! Mzungu Kichaa möchte ostafrikanische Bands in Europa populär machen. Sein Anliegen? Musik ohne Grenzen.